Wie sagt man so schön, Rache ist süß. Und wir werden jetzt die Perfektion greifen. Also wir sollen die Leute jetzt hier schön mit dem Kot beschmeißen. Und das wünsche ich mancher auch, dass man manche Leute einfach beschmeißen kann, weil sie einen zu sehr auf die Nerven gehen. Ja, damit willkommen zu World of Warcraft. Das Ganze ist noch von Battle of Azeroth, also nicht Season of Discovery, wollte ich schon sagen. Nicht Dragonfly, sondern halt BFA. Und da sind wir noch eine ganze Weile zu Gange. Zumindest bis zum 21. oder 22. Mai. Je nachdem, wann jetzt Cataclysm jetzt genau kommt. Ich meine, 21. Mai müsste es gewesen sein. Dann kommt Cataclysm Classic und es ist schon so ein paar Infos rausgekommen zu den nächsten WoW-Addon. Da kann man sich jetzt wohl für die Alpha anmelden, wie ich das gesehen habe. Mache ich jetzt natürlich nicht, weil ich habe die Zeit einfach nicht dafür und ich glaube, dass ich auch nicht da aufgenommen werde, angenommen werde, weil einfach der Kanal dementsprechend auch zu klein ist in dem Fall. Ja, so ist es ja nicht. Aber apropos zu klein, wir haben jetzt ein paar Sachen mal bekommen von Sponsoren, die uns gefragt haben, ob wir das Ganze mal vorstellen können. Der Kanal ist natürlich noch ein bisschen zu klein für manche Sachen. Aber auch da habe ich Angebote bekommen, konnte es allerdings nicht mehr wahrnehmen, weil diese schon vergriffen waren. Also das sind nur begrenzte Plätze frei. Und natürlich, wie als erstes kommt, mal zuerst. Man kennt es natürlich. Ja, deswegen kann es auch in Zukunft mal sein, dass wir Sponsorenspiele machen. Spiele, die dann vorgestellt werden. Wenn es jetzt Spiele sind, wie zum Beispiel Raid Shadowlands oder wie es heißt, dann natürlich nicht. Aber so andere Spiele, die mich jetzt auch interessieren, die so in meine Richtung gehen würden, so Fantasy-Spiele, Rollenplay-Spiele, sowas wie WoW oder zig verschiedene andere Spiele, die in mein Genre, was ich selber sehr gerne spiele, passe, dann würde ich das auf jeden Fall mal vorstellen. Das heißt, da könnte in Zukunft natürlich auch mal solche Sachen kommen, die wir dann vorstellen, wirst du da auch schon mal Bescheid wisst. So, sind wir jetzt fertig mit der Quest? Und dann kacken wir hier nochmal schön rein. Sehr schön. So, 100 Leute haben wir voll geschissen. Rodrigos Rache, das wird in einer Lektion sein. Genau, perfekt. So ist das richtig, Rodrigo. Lass dir nichts gefallen und schlag zurück. So ist das richtig. So, wir müssen jetzt, lass mich mal kurz schauen. Genau, hier rüber. Betrittet den Ring der Beute. Und ich krieg Schluck auf. Nice. Das ist nicht so schön, wenn man Schluck aufhaft. Gerade in der Aufnahme. Ich versuche so ein bisschen Vorlauf zu schaffen, was immer so ein bisschen schwierig ist. Sobald die Prachtmeers aus dem Weg sind, plündern wir Kul Tiras bis aufs letzte Goldstück. Ja, schade, dass das nicht passieren wird. Lauft! Unser neuester Rekrut ist da. Das wird ein Spaß. Alle und wie viel 3 Schwerter? Was tun wir mit einem Haufen meuternder Ratten? Lassen wir doch die Würfel entscheiden. Vielleicht beim nächsten Mal. Vierteilt sie. Kommt da noch was oder? Bitte. Neue Runde, neues Glück. Was? Nein, 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 nein. So läuft das nicht. Schon besser. Hab ich erwähnt, dass ich nicht fair spiele? Ja, der alte Schummler. Die Würfel sind verflucht. Egal. Greift sie euch. Stellt euch und kämpft. Das reicht. Ihr seid sowieso zu spät. Unser Angriff auf Delins Tor ist in vollem Gang. Die Prachtmeers sind Geschichte. Und wenn Lady Aschenwind auf dem Thron sitzt, kommandier ich ihre Flotte. 10.000 Goldstücke für den, der mir ihre Köpfe bringt. Finn, ich komme. Ilja. Was? Das ist unfair. Das ist unfair! Ja, so ist das. Nicht jeder spielt fair. Was haben wir hier oben noch? Oben haben wir auch noch eine Quest. Das ist jetzt quasi Kampagne, die wir jetzt hier gerade haben. Was kann ich tun? Was bekommen wir denn hier? Das ist egal, was wir mitnehmen, ne? 66. Das ist egal. Wir schaffen das. Wir müssen schnell zur Wachkuppe. Los, steigt auf. Gut festhalten. Was haben wir hier? Eure Teufelswache verursacht 20% mehr Schaden und erleidet 10% weniger Schaden. Das nehmen wir doch gleich mal mit. Ich hab Finn ist wach. Finn! Keine Angst, ich hab euch. Geht's euch gut? Wo tut es weh? Überall. Harlan!
Dieser Bastard hat sich an Aschenwind verkauft. Er ist... Das wissen wir. Ruht euch aus. Er bekommt schon, was er verdient. Zuerst müssen wir das Tor verteidigen. Oh nein! Wir kommen zu spät. Seht nach, ob diese Leute Hilfe brauchen. Ich werde vorausgehen. Moin, moin. Lasst euch nicht vom Klabautermann holen. Immer schön auf Kurs bleiben. Okay, dann gucken wir doch mal, wo haben wir denn hier da Klinge getötet? Den Rest konnte ich so schnell nicht lesen. Auf jeden Fall Piraten. Den haben wir hier. Ach, das ist ein Spieler. Okay. Das ist ein Spieler. Ich denke mir gerade, wer ist das denn? Das ist auch ein Spiel. Wieso stehen die beide hier? Okay. Ach, da läuft noch ein Gnome mit rum. Ups. Den habe ich mal gar nicht gesehen. Wo ist meine Teufelswache? So, das ging jetzt ganz gut, weil da jetzt relativ viele Leute bei waren. Aber warum er hier rumläuft, verstehe ich auch nicht. Weil er die Marinesoldaten tötet, aber warum? Vielleicht hat er ihm eine Quest dafür, dass er das machen muss. Das wäre zum Beispiel möglich. Aber warum ist der mit Level 13 hier drüben? Gunst der Lordadmiralin behaltet immer das Meer im Auge. Ruhige See und eine frische Brise. So, wo sollen wir denn jetzt hin? Wir sollen da hinten rüber, aber... Achso, das ist immer noch der Teil hier, okay. Wir sind immer noch im richtigen Teil. Ich müsste eigentlich auch zu den anderen mal rüber die Quest abgeben, aber das kann ich nachher zwischendurch machen. Da fliege ich mal eben drüber und gebe die Quest dann ab. Was sind sehr viele Leute hier am Questen? Hätte ich nicht gedacht, dass das noch so begehrt ist hier. Jetzt davon ausgegangen, dass jetzt hier nicht ganz so viel los ist, aber okay. Moin, moin! Für Kul Tiras. Mast und Schotbroch. Augen immer am Horizont. Grüße. Für Kul Tiras. So, jetzt sollen wir ein paar Piraten erledigen. Machen wir doch gerne. Einfach Dutt ruf und dann ist das schon erledigt. Ich habe kein Ziel. Ach, ist zu weit weg. So, mit ihr müssen wir zusammen rekrutieren, warum auch immer. Ja, du, der Dot, der macht alles von selber, da braucht man sich drum kümmern. Und wir haben noch unseren guten Begleiter dabei. Der regelt das hier schon, der mäht alles nieder. Haben wir noch irgendjemanden hier drin? Nein. Sollen wir entluden, dass ich das nicht vergesse? Ja, müsst ihr alles mitnehmen, ist ja alles Gold. Ich weiß überlegt, wie viel Gold mir über die Jahre, seitdem ich jetzt WoW spiele, flöten gegangen sind, weil ich nie gelootet habe oder teilweise nicht komplett gelootet habe, ist das schon sehr viel. Ist schon eine Menge. Ich brauche ein Ziel.
Ich habe kein Ziel. Guck mal, jetzt haben wir schon die 6 von 6 voll. Aber erst die spawnt einfach, ne? Statt immer noch da zu lassen, dass der halt weiterkämpft, nimmt man den quasi direkt aus dem Spiel. Na, kommt, da ist ein Papagei angeflogen. Das wäre auch mal so was Geiles gewesen, wo du halt wirklich auf dem Papagei kämpfen musst. Das wäre auch, glaube ich, ganz cool gewesen. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Klumpenmoos. Ja, Klumpeninnenmoos ist das. Braucht man noch. Ja, das ist ja kein Problem. Holen wir uns das mal. Das ist ja kein Problem für uns. Ja, jetzt laufen wir erstmal mit der Schildkröte durch die Gegend und suchen das Moos. Hab ich denn noch irgendwo hier welches? Da vorne ist noch welches. So, sie kümmert sich drum. Das sollte reichen. Perfekt. Ist das schon mal in Bearbeitung? Luftangriffe. Wir haben schon wieder fast das nächste Level. So, Plünderer getötet. 20 Stück. Dann machen wir das mal. Hat sie den dann noch in der Hand? Achso, das sind die Zügel. Das sah gerade so aus, als hätte sie irgendwas anderes in der Hand. Oh, geil. Wir dürfen eine Kanone benutzen. Wie sagt man so schön, feuerfrei? Nur das mit dem Treffen ist so eine Sache. Oh nein, meine Kanone ist kaputt. Wieso bin ich in den Kampf verwickelt? Weil wenn wir Level 20 sind, dann bekommen wir erst das schnellere Reiten. Ne? Mit 30 kriegen wir erst das Link. Und das Schöne, in Anführungszeichen, ist ja mittlerweile, dass wir nicht mehr zum Lehrer müssen. Was bekommen wir hier überhaupt? Gar nicht genau geguckt, weil wir haben auf jeden Fall ein paar Punkte hier. Umhang könnte ich mitnehmen oder den? Oh, ich habe gar keinen. Warte mal, Handgelenke? Ich wollte gerade sagen, ich habe doch einen Umhang. Bekomme ich hier? Handgelenke müssen wir mal mit austauschen. Ich muss, glaube ich, auch gleich mal eben die Sachen verkaufen. Augen immer am Horizont. Er hat noch eine Quest für mich. Euer einstellen. Ja, dann. Delia hat auch noch eine Mission. Dafür habe ich mein Leben lang trainiert. Lebt wohl. Ach, sie kommt mit uns. Haltet durch, Finn. Bitte, sterbt nicht. Ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Erst werden diese Piraten sie zu spüren bekommen und dann Aschenwind und Co. Okay, da haben wir noch eine Mission. Nehmen wir die mit, dann verkaufe ich eben.